Und der war ziemlich geil, der Wagen, muss ich einfach mal sagen. Dazu wird auch noch ein kleines Video rauskommen. Ah, Tourenwagen, Weltmeisterschaft 600 LP Rennen 1. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Gran Turismo 6 mit mir, dem Tosti. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine traumhafte Folge. Wir fahren hier jetzt die Traumwagen-Weltmeisterschaft. Ich habe den R8 LMS Race Car genommen, weil, ja, für spezielle Wagen, sage ich mal, ist leider im Moment kein Geld, weil wegen einem anderen kleinen Projekt für den Frodo, ja, für eine sehr coole Sache, habe ich gestern da noch ein bisschen investiert, beziehungsweise haben wir alle ein bisschen investiert, bloß deswegen habe ich halt kein Geld leider. Und deswegen werden wir jetzt hier mit dem fahren, aber ich hoffe, dass er reicht. Ich musste ihn ein bisschen LP-mäßig runterschrauben. Also ich habe einfach eine Leistungsbegrenzung reingehauen. Und ich hoffe, dass das geht hier. Jetzt mit Rennen hart mal wieder. Ich bin das gerade gar nicht mehr so gewöhnt. Und ein bisschen schalten hier. Das ist alles sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Weil, ja, gestern mit einem anderen Wagen, ja, mit einem speziellen Wagen, die ganze Zeit schon mal Runden gefahren auf einer Strecke, natürlich mit Rennweich, und der war ziemlich geil, der Wagen, muss ich einfach mal sagen. Dazu wird auch noch ein kleines Video rauskommen, aber erst wenn das soweit in Sack und Tüten ist, und Frodo hatte ein bisschen Probleme mit dem Geld und konnte sich den nicht holen, und deswegen haben wir das alles abgesagt und verschoben, dass er noch ein bisschen Zeit hat, und deswegen, ja, habe ich hier halt kein Geld. Deswegen die Frage an euch auf jeden Fall, soll ich offscreen Geld sammeln, damit wir uns Wagen holen können, oder das doch lieber alles halt in der Aufnahme machen? Das liegt an euch. Das könnt ihr mir ja mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Helfen würde es uns auf jeden Fall. Die Sache ist bloß, ob ihr es halt gut finden würdet. Ja, das liegt dann ganz bei euch. Das würde mich wirklich interessieren. Je nachdem, wie ihr es ja gerne haben wollt. Und dann, ja, werden wir mal gucken, ne, wie wir das am dümmsten machen. Oh, ein bisschen rübergerutscht hier. So, los geht's hier auf jeden Fall in der Traumwagen-Weltmeisterschaft, wo wir rausrutschen. Oh, aber gut gefangen noch den Wagen. Wir sind Neunter und vergessen zu schalten. Wie viel Runden fahren wir? 1 von 5, okay, gut, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind auf jeden Fall genau an der LP-Grenze. Also mehr geht nicht, und diese Rennhartreifen. Ich gehe da immer noch so ein bisschen aggressiv in die Kurven rein, weil ich das halt noch gewohnt bin, boah, so vollkommen letzten Drücker zu bremsen und dann trotzdem perfekt die Kurve zu bekommen. Und deswegen, ja, ist das jetzt gerade noch ein bisschen ruppig hier alles, aber wir kommen eigentlich ganz gut durch. Bisschen zu tief geschalten, ein bisschen langsam hier rumgekommen, weil ich den noch unbedingt überholen wollte. Und jetzt haben wir wieder freie Bahn. Können hier wieder alles rausholen. Oh, zweiter Gang. Zweiter Gang finde ich hier sogar ein bisschen niedrig. Und hier wäre er angebracht gewesen. Na gut, ja, das passiert dann mal zwischendurch. Ah, oh, diese fucking engen Kurven. Zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Wer baut so eine engen Kurven, ey? Sollte verboten werden auf Rennstrecken. Alles nur noch Vollgas. So sieht's aus. Oh, uiuiuiui. Ja, dieser Sektor ist, glaube ich, so der schlechteste auf der Runde von mir. Also halt immer dieser Sektor, immer mit diesen fucking engen Kurven. Ich kann das einfach nicht leiden. Oh, schön rum hier. Schön entspannt, jawohl. Ja, so sieht das gut aus. Wir kommen auch so langsam ran. Wir sind immer noch Siebter, aber wir sind ja auch erst in der zweiten Runde. Da ist noch alles drin. Das können wir definitiv noch aufholen. Müssen wir mal kurz gucken, wie es aussieht von wegen zwischenzeitmäßig. Ob wir da gut dabei sind oder eher nicht so. Die Runde ist auf jeden Fall deutlich schneller als die erste. Na gut, deutlich jetzt auch nicht. 16 Sekunden, das ist noch ganz schön viel. Ah, jetzt kriegen wir die Kurve hier auch hoffentlich ein bisschen besser. Ja, kriegen wir.
kriegen wir definitiv, das ist sehr geil. Oh, jetzt war ein bisschen verbremst. So, hier fahren wir schön im vierten durch. Ja, das machen wir. Oh, das machen wir. Ich muss unbedingt gucken, dass wir den einen fucking Sektor da besser hinkriegen. Und dann sieht das, glaube ich, auch deutlich besser aus. Wir haben ja auf jeden Fall einen Tourenwagen, also daran kann es, glaube ich, nicht liegen. Schon wieder einen zweiten geschaltet. Hier jetzt ein bisschen schnell gewesen. Boah, gerade so noch den Wagen gerettet. Und hier natürlich wieder zu weit raus. Das kostet einfach zu viel Zeit hier. Und ob wir die dann rausholen, ist dann immer so die Frage. Oh, diese engen Kurven, Alter. Hier sind wir aber relativ gut durchgekommen. Ja, das kann man schon so machen. Das war jetzt deutlich schneller als in der Runde davor. Das ist sehr schön. 8 Sekunden sind es jetzt auch bloß noch. Das ist wunderbar. Man muss jetzt wirklich halt mittlerweile schon wirklich gut fahren, um hier mithalten zu können mit den anderen. Und wir haben ja leider noch keine weichen Reifen. Und ich habe auch ein bisschen... Wir hatten das ja hochgedreht. Also beziehungsweise ich hatte das ja hochgedreht mit der Bodenhaftung. Also mit dem Abtrieb einfach ein bisschen mehr Abtrieb gegeben, vorne und hinten. Das habe ich jetzt wieder runtergedreht. Also einigermaßen runter. Ich weiß nicht, wie der Standard war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen runtergedreht. Und deswegen läuft das hoffentlich jetzt hier ein bisschen besser. Wir sind Sechster. 5 Sekunden. Oh, das könnte ziemlich knapp werden, ne? Aber hier kommen wir nicht vorbei. Scheiße. Dachte, jetzt kommen wir hier. Jawohl, kommen wir schön durchgeschoben. Ja, das sieht jetzt mittlerweile ganz gut aus. Ah, hier kommen wir ein bisschen weit nach außen, aber okay, gar kein Problem. Zweiter Gang. Schön easy rum hier. So muss das sein. Dritter Gang. Ah, gut bekommen noch die Kurve. Aber jetzt ab dem zweiten. Ah, okay, und jetzt hier vorbei, komm schon. Wir sind Vierter, das heißt, das sind hier die beiden letzten Wagen vor uns. Und das sieht gut aus, da sind wir gut dran auf jeden Fall. Wir haben Skyline vor uns und ganz vorne sieht das mir aus. Oh Gott, keine Ahnung. Könnte auch ein McLaren sein. Ich war gerade so ein bisschen auf Chevrolet. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Falls jemand weiß, was der Wagen da ist, ich hätte ja auch einfach am Anfang gucken können, wa? Ja, jetzt spult ihr nämlich zurück, ja. Guckt da schnell rein und dann bam, Junge, habt das. Aber ich kann das leider nicht. Wenn ihr wisst, was das für ein Wagen ist und was ihr von dem Wagen haltet vor allem, dann schreibt es mir doch mal unten rein. Weil ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Aber es sieht mir aus wie ein McLaren. Es sieht einfach so aus. Können wir ja gleich mal gucken. Ja, das ist ein McLaren. Definitiv, oder? Ah, jetzt konzentriere ich mich zu sehr auf ihn. Aber Gott sei Dank noch die Kurve bekommen. Oder ist es doch keiner? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob es einer ist. Wie gesagt, schreibt es mir mal bitte unten rein. Würde mich brennend interessieren. Dafür brenne ich. Es ist so heiß. Okay, ab in zweiten. Schön rum hier, easy going. Das sieht mir echt aus wie ein McLaren. Oh, jetzt kriegen wir hier die Kurve ganz gut. Nein, kriegen wir nicht. Fuck. Oh, ich hatte so ein gutes Gefühl gerade eben, dass man hier so perfekt durchkommt, aber es hat leider nicht so ganz funktioniert. Aber er bleibt trotzdem hinter uns, was sehr, sehr geil ist. Ich bin mal gespannt, was noch so für Strecken kommen. Oh. Haben wir trotzdem noch gut bekommen, die Kurve, auch mit unserem kleinen Abheber. Und der bleibt echt dran. Oh ne, jetzt will er vorbei. Wir müssen uns trotzdem auf die Strecke konzentrieren, nicht immer bloß ihn beobachten. Nein, Fehler. Fehler, 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 Fehler. Jetzt holen wir uns ihn aber wieder. Nice one.
Nice one. Okay, alles klar, wir haben ihn. So, wenn wir bloß keinen Fehler machen. In der letzten Kurve hier. Jetzt müssen wir voll raus beschleunigen. Komm schon, give me that speed. Den kriegen wir. Ui, Ziel mit 13 Vorsprung. Hammer, geile Sache, möchte ich sagen. Oh mein Gott. Zum Glück hat das so gut noch funktioniert. Ui, unser Audi hat es gerippt hier im ersten Rennen. Das heißt, wir sind noch in der Führung. Also wir sind jetzt in der Führung der Meisterschaft. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Und vergesst das kostenlose Abo nicht. Und dann sehen wir uns morgen in einer neuen Folge. Bis dann. Nee, nicht morgen. Nee, dazu kommt noch was. Nicht morgen in einer neuen Folge. Aber wir sehen uns auf jeden Fall noch in der neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen. Und haut rein. Tossen ihr out. Tschüss.